In diesem Video behandle ich 5 Fehler, die du bei einem Backup machen kannst. Ich bekomme immer wieder krude Tipps in den Kommentaren, wie man denn ein Backup zu machen hat. Und ich möchte mit den 5 häufigsten Fehlern einmal aufräumen. Diese Liste hat jetzt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich freue mich natürlich, wenn du diese in den Kommentaren ergänzt. Los geht's nach dem Intro. Fehler Nummer 1 ist meiner Meinung nach keine Automation. Ich bekomme immer wieder Tipps, die darauf abzielen, dass ein Backup manuell gemacht werden soll. Das heißt, der Mensch soll einmal im Monat, einmal in der Woche oder einmal am Tag das Backup machen. Da gibt es verschiedene Ansätze dafür, zum Beispiel mit einer USB-Festplatte einfach die Dateien von seinem Computer auf die Platte kopieren. Ein anderer Ansatz ist, eine Boot-CD zu benutzen und ein Image des ganzen Systems, also quasi die ganze Festplatte, einmal auf die USB-Platte zu replizieren. Diese Methode hat aber ein paar ernstzunehmende Schwächen. Ich baue hier nämlich den menschlichen Faktor in mein Backup-Konzept ein. Ich bin also darauf angewiesen, dass der Nutzer sein Backup regelmäßig macht. Meine Erfahrung sagt mir einfach, das funktioniert in den seltensten Fällen. Deshalb ist mein Tipp, Backups müssen automatisiert und ohne Eingreifen des Nutzers laufen. Damit wären wir auch schon beim Fehler Nummer 2. Und zwar bei der Häufigkeit der Backups. Ich höre oft das Argument, naja, so viele Daten habe ich ja nicht und so wichtig sind die auch gar nicht. Das kann ich nicht zählen lassen, denn Backups kann man so einfach machen, dass die Diskussion darüber, wie wichtig die Daten sind, keine Rolle spielen sollte. Und Murphy's Law wird zuschlagen. Der Datenverlust wird genau am ungünstigsten Moment eintreten, wann er eintreten kann. Vielleicht bist du gerade aus dem Urlaub gekommen, hast deine Urlaubsbilder irgendwie auf die Platte gezogen und die SD-Karte gelöscht und noch kein Backup angefertigt und genau dann wird es passieren. Stell dich doch genau auf so einen Fall ein. Das Backup sollte also regelmäßig und häufig laufen. Ich nehme immer den kürzesten Zeitraum, den mir ein Backup-Programm anbietet. Oft ist das einmal am Tag oder man benutzt einfach eine Synchronisationssoftware. Eine Synchronisationssoftware stellt halt sicher, dass quasi Sekunden oder Minuten genau die Daten weggeschrieben werden. Den dritten Fehler, den du machen kannst. Du kannst die falschen Ordner auswählen. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn zum Beispiel der Windows 10 Dateiversionsverlauf macht genau das. Microsoft verkauft ja den Windows 10 Dateiversionsverlauf als Sicherungsoption. Das ist im Prinzip auch richtig, nur solltest du ganz genau hinschauen, welche Ordner dort gesichert werden. Du kannst manuell Ordner hinzufügen und solltest das auch tunlichst tun. Zum Beispiel wird AppData gar nicht gesichert. Das ist aber genau der Ordner, wo eben viele Programme ihre Dateien ablegen. Das gleiche gilt zum Beispiel für ProgramData. Es gibt immer noch Programme, die dort reinspeichern. Du solltest also sehr, sehr genau wissen, wo deine Programme ihre Dateien hinlegen und du solltest auch darauf achten, dass das Backup-Programm genau diese Ordner mit ins Backup aufnimmt. Am sichersten ist es also, einfach die komplette Festplatte zu kopieren. Da spricht auch nichts dagegen. Natürlich hat man dann viel Zeug dabei, das man vielleicht nicht bräuchte beim Backup. Zum Beispiel den Windows-Ordner. Entweder kann man den ausschließen oder man nimmt einfach den höheren Speicherverbrauch billigend in Kauf. Das ist auch okay. Hauptsache, man kommt wieder an seine Dateien ran und alles ist gesichert. Fehler Nummer 4. Kein Offsite-Backup. Der klassische Backup-Fall ist ja die USB-Festplatte am PC und darauf wird dann regelmäßig gesichert. Das kann aber in bestimmten Konstellationen zum Problem werden, nämlich zum Beispiel, wenn ich einen physischen Schaden zu erwarten habe oder einen Einbruch. Das mit dem Erwarten ist ja immer so eine Sache, man erwartet das ja nicht. Passieren kann es natürlich trotzdem. Und du musst dich fragen, habe ich in diesem Fall die Möglichkeit, an meine Dateien wieder ranzukommen? Deshalb empfehle ich immer, auch ein Offsite-Backup zu machen, also ein Backup an einem anderen Ort. Das kann entweder eine ausgelagerte Festplatte sein oder das kann natürlich eine Cloud-Lösung sein. Fehler Nummer 5 ist die fehlende Versionierung. Oft sehe ich diese manuellen Backup-Konzepte, wo Nutzer einfach mit STRG A alles markieren, STRG C kopieren und mit STRG V alles auf die neue Festplatte schieben. Und das macht man dann so einmal die Woche und überschreibt immer wieder seine alten Dateien. Damit habe ich das Problem der fehlenden Versionierung. Denn was mache ich denn, wenn ich eine Word-Datei editiere und habe dort einen Fehler eingebaut und muss auf eine alte Version zurück? Das kann ich in dem Fall ja gar nicht, weil ich ja ständig die neue Version über die alte Version drüber schreibe und die alte Version damit lösche. Backup-Programme haben alle eine Versionierungsfunktion. Wenn es keine Versionierungsfunktion hat, würde ich das nicht als Backup-Programm bezeichnen.
So eine Versionierungsfunktion macht es mir halt möglich, dass ich auch ältere Dateiversionen wiederherstellen kann. Das hilft zum Beispiel auch dann, wenn ich versehentlich einen Ordner gelöscht habe, wo gerade meine wichtigen Urlaubsbilder drin waren. Ich kann dem Backup-Programm einfach sagen, hol mir doch meine alte Version vom 2.3. oder vom 1.3. zurück, als das alles noch heil war. Jetzt möchte ich dir aber auch eine Lösung für alle diese 5 Fehler vorstellen. Eine Lösung könnte sein Backblaze. Backblaze bietet Personal Backup an. Erstmal die Werbewarnung, ich bekomme eine Affiliate-Kommission, wenn du meinen Link in der Videobeschreibung nutzt. Natürlich ist Backblaze nicht der einzige, der sowas anbietet, da gibt es auch andere Anbieter. Ich wollte jetzt nur mal ein konkretes Beispiel reinbringen. Backblaze kostet gerade mal $6 im Monat. Das ist ein Cloud-Service, der dir deine Dateien einfach in die Cloud synchronisiert. Damit habe ich ja schon gleich ein Offsite-Backup. Zudem kann ich eine Versionierung nutzen und ein Jahr lang zurück auf meine alten Dateien. Auch mit der Häufigkeit werde ich keine Probleme haben, denn die Synchronisation läuft ja permanent. Und damit habe ich auch gleich die Automation erschlagen. Ich muss nichts tun, damit meine Dateien gesichert werden. Das Einzige, auf was du noch achten musst bei der Einrichtung, ist, dass die richtigen Ordner ausgewählt werden, die gesichert werden sollen. Ansonsten wäre Backblaze Personal Backup die Lösung, die mit den Fehlern ganz gut umgehen kann. Und das alles vollautomatisiert und für nur $6 im Monat. Und deshalb habe ich auch immer so ein Problem damit, wenn die Diskussionen losgehen, wie man es anders machen kann. Das ist so einfach und so günstig einzurichten, dass sich da eigentlich jede Diskussion erübrigen sollte. Natürlich bin ich offen für andere Meinungen. Schreib deine Meinung doch mal in die Kommentare. Was sagst du dazu oder wie hast du dein Backup organisiert? Das würde mich natürlich interessieren. Was mich noch mehr interessiert, hattest du mal schon den Fall, dass du restoren musstest? Wie gut hat das funktioniert? Ich danke dir fürs Zuschauen und wenn du weitere solche Videos haben möchtest, dann freue ich mich natürlich über ein Abo dieses Kanals.